Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich kann man in der Türkei seine Meinung frei äußern, wenn man bereit ist, dafür auch die Konsequenzen zu tragen. Diesen Satz hat mir vor wenigen Tagen Can Dündar, der frühere Chefredakteur der ältesten freien Tageszeitung in der Türkei, Cumhuriyet, gesagt. Und im August letzten Jahres hat er die Türkei verlassen und lebt im Exil in Deutschland, wie viele andere Intellektuelle, im Übrigen auch NATO-Soldaten, die Asyl hier in Deutschland beantragt haben. Und den für ihn so schmerzlichen Schritt, seine Familie und seine Türkei zurückzulassen, hat er damals so begründet: Einer solchen Justiz zu trauen, würde bedeuten, seinen Kopf unter die Guillotine zu legen. In der heutigen Debatte sprechen wir auch über den Fall Deniz Yücel. Wie viele andere habe auch ich eine Patenschaft für ihn übernommen, habe beantragt, ihn im Gefängnis zu besuchen, im Übrigen für weit weniger prominente Fälle. Und deswegen reden wir nicht nur alleine über ihn hier, denn hinter dem Vorgehen der türkischen Regierung steckt System. In keinem Land der Welt sind derzeit mehr Journalisten im Gefängnis als in der Türkei. Reporter ohne Grenzen spricht von 150. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Wahrheit ist Deniz Yücel eine politische Geisel. Er wurde weggesperrt, weil er seine Arbeit gemacht hat. Die Vorwürfe der Terrorpropaganda und der Aufwiegelung der Bevölkerung sind vorgeschoben. Auch das hat inzwischen System in der heutigen Türkei. Die gesetzliche Terrordefinition, die öffnet Willkür Tür und Tor. Und wenn heute, wie in diesen Tagen passiert, die türkische Führung auf die Unabhängigkeit der Justiz hinweist, dann muss man ihr sagen, Freunde, das ist ein Märchen. Viele Richter sind inzwischen zu Erfüllungsgehilfen einer Verhaftungsmaschine geworden in allen Bereichen, wo Mutige aufstehen, ihr Wort erheben. Die Untersuchungshaft gegen Yücel ist unverhältnismäßig. Er hat sich freiwillig gestellt und vertraut auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Deniz Yücel muss schnell freigelassen werden. Das wäre im Übrigen auch ein Signal, die Spannungen zwischen unseren Ländern abzubauen. Hinter dem Fall Yücel und vielen anderen steckt eine unbequeme Wahrheit und ein sehr grundsätzlicher Fakt, bei dem wir uns auch nicht in die Tasche lügen dürfen. Es geht im Kern nicht um Wahlkampfauftritte, es geht nicht um Brandschutz, es geht nicht darum, wer wem was vorhält. Es geht in Wahrheit um nicht weniger als um die Einschränkung und letztlich die faktische Abschaffung der Demokratie und des Rechtsstaates in der Türkei. Und bei der geht im Übrigen der Präsident sehr konsequent und sehr rational vor. Zu den Diffamierungen gegen Deutschland, Propaganda und manchen Verschwörungstheorien möchte ich wirklich nichts mehr sagen. Das fällt auf die türkische Führung selbst zurück. Es gehört aber klar ausgesprochen, dass der Wahlkampf aller AKP in Deutschland unerwünscht ist. Und das gilt selbstverständlich auch für HDP und andere. Diese gezielten Grenzüberschreitungen müssen aufhören. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten uns aber nicht provozieren lassen, denn das ist ja genau das Ziel, diese Polarisierung, die Einteilung der Welt in Gut und Böse. Sie hilft Erdogan. Und wir dürfen dem türkischen Präsidenten auch nicht auf den Leim geben, so tun, als ob alle in der Türkei so denken würden. Viele sind mit Erdogans Plänen, dieses undemokratischen Präsidialsystem, überhaupt nicht einverstanden. Eine Mehrheit scheint doch keineswegs sicher. Deswegen doch auch diese panischen Reaktionen. Und die Not muss ja schon ziemlich groß sein, dass gerade die niedrigsten Instinkte hier bedient werden sollen. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, umso mehr sollten wir die Gelegenheit offensiv nutzen, auch in dieser Debatte und in den nächsten Tagen darüber zu sprechen, was das Ziel, das eigentliche Ziel dieses Referendums ist. Gewaltenteilung würde ausgehebelt. Der Präsident könnte mit Dekreten am Parlament vorbeiregieren, das Parlament jederzeit auflösen. Die Gerichte würden ihre Unabhängigkeit verlieren durch die Ernennung von Richtern durch den Präsidenten. Eine wirkliche Kontrolle des Präsidenten und gleichzeitig auch Regierungschef fände also nicht mehr statt und die Rechte der Einzelnen würden eingeschränkt. Liebe Freunde, darüber müssen wir sprechen und nicht auf die gezielte Eskalation der türkischen Regierung auch einsteigen. Entschuldigung. Liebe Kolleginnen, wir haben ja vorher über ein
munteres und dialogfreudiges Parlament gesprochen. Manche scheinen das falsch verstanden zu haben. Wenn ich sage Dialogfreudigkeit, dann beziehe ich das auf Rede und Gegenrede und nicht auf Ihre Rede untereinander. Und das bitte ich jetzt ziemlich dringend, die vor allem nach hinten sich sammelnden Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Platz. Hören Sie dem letzten Redner in dieser Debatte zu. Das gehört auch zu einem munteren und dialogfreudigen Parlament, dass man sich ein Bild macht über das, was die Redner und Rednerinnen sagen und sich nicht selber dauernd sozusagen ins Gespräch bringt, ein Seitengespräch. Das meine ich wirklich im Ernst. Sonst unterbreche ich die Sitzung, da wird es heute Nacht 3 Uhr und nicht 4 Uhr. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Und ich glaube, darüber müssen wir sprechen. Und ich kann mir im Übrigen auch nicht vorstellen, dass beim Wissen über diese Fakten, die ich gerade genannt habe, das Referendum eine Mehrheit bekommen wird. Und wir müssen vor dem Referendum auch deutlich sagen, und hier ist auch die Bundesregierung in der Pflicht, dass eine Mehrheit für dieses Präsidialsystem nicht ohne Konsequenzen bleiben kann. Nicht wir wenden uns von der Türkei ab, sondern die Türkei würde sich mit diesem Schritt von Deutschland und Europa abwenden. Deutschland und Europa, das ist jedenfalls meine Sicht der Dinge, können nicht achselzuckend zur Tagesordnung übergehen, wenn de facto die türkische Demokratie abgeschafft wird. Der 16. April entscheidet deswegen viel. Und man darf in dieser gefährlichen Situation nicht mit seiner Stimme spielen. Und man darf auch nicht vergessen, was der heutige Präsident als Bürgermeister von Istanbul gesagt hat. Und ich zitiere das: Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufspringen, bis wir am Ziel sind. Es geht bei der Debatte auch nicht allein um die Türkei, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht auch darum, dass Konflikte anderer Länder bei uns nicht ausgetragen werden dürfen. Der Präsident des Bundesverfassungsschutzes hat gestern klar Stellung bezogen, und ich will das mal hier zitieren. Wir sehen seit langem, dass die Konflikte in der Türkei auch Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland haben. Die Bruchlinien zwischen den verschiedenen Lagern in der Türkei bilden sich spiegelbildlich in Deutschland ab. Es besteht die Gefahr, dass sich Stellvertreterauseinandersetzungen zwischen PKK-Anhängern und nationalistischen, rechtsextremistischen Türken eskalieren, weil in beiden Szenen ein hohes, schlagkräftiges Gefährdungspotenzial vorhanden ist. Zitat Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das darf der deutsche Staat nicht akzeptieren. Der Rechtsstaat muss wehrhaft sein gegen Terroristen, gegen Nationalisten und gegen Extremisten. Und Kollege Özdemir hat ja auf die Spitzeldienste hingewiesen. Ein Alarmsignal sind auch der deutliche Anstieg der nachrichtendienstlichen Tätigkeiten der Türkei in der Bundesrepublik Deutschland. Ich komme zum Schluss. Ja, der Gesprächsfaden darf nicht reißen. Im Übrigen, gerade jetzt darf er nicht reißen. Die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern und den Menschen in der Türkei und in Deutschland sind eng und vielfach. Und gerade deswegen muss klar sein, in den Grundsätzen muss die deutsche Politik klar bleiben. Sie darf sich nicht wegducken. Die Mutigen in der Türkei haben zu Recht Erwartungen an uns, die Dinge nicht beim Namen zu nennen und die Konsequenzen vor dem Referendum nicht offen und ehrlich auszusprechen, würde den Falschen ganz sicher in die Hände spielen. Danke. Vielen Dank, Michael.